Es geht los, neues Let's Play mit Civ 6, mit Civilization 6 und diesmal mit Vietnam. Das Vietnam und Kublai Khan Paket ist erschienen heute. Das Ganze live aufgezeichnet auf Twitch. Für die YouTube-Zuschauer euch alle ein herzliches Willkommen live auf Twitch am 28. Januar. Vor wenigen Minuten das Vietnam und Kublai Khan Paket erschienen, der fünfte DLC des New Frontier Pass. Das ist das dritte inoffizielle Add-on für Civ 6, vorher Rise and Fall, vorher Gathering Storm, jetzt auch der New Frontier Pass da und alle zwei Monate ein neuer DLC. Das Vietnam und Kublai Khan Paket liefert uns eine neue spielbare Fraktion. Das ist Vietnam mit der Anführerin Bert Chieu. Das ist ein neuer Bezirk, den wir bekommen. Das ist der Schutzbezirk. Oh Gott, ich muss sofort schon Matze Mannix fragen. Matze Mannix. Schutzgebiet. Mein Community-Moderator Matze Mannix ist dabei und auch Captain Kieberfox. Hallo Kieber und hallo Matze. Hallihallo, schönen guten Abend. Ja, hallo zusammen und viele Grüße. Das Schutzgebiet mit zwei Gebäuden, die man drauf platzieren kann, mit Hain und Zuflucht. Die liefern einem vor allem Wohnraum, aber auch vielleicht Annehmlichkeiten und andere Dinge. Die sind relativ früh im Spiel da. Ich habe ein bisschen so den Eindruck, dadurch kann man früher als bislang auch größere Städte bauen. Denn bislang musste man abwarten, bis das Wohngebiet kommt, der Wohnbezirk kommt, ist es etwas früher möglich. Wird durch die Mystik bereits freigeschaltet, bei den kulturellen Errungenschaften, also echt früh. Dann ist außerdem noch mit drin, neben der neuen Fraktion und neben dem neuen Bezirk, ist mit drin enthalten ein neuer Anführer, Kublai Khan, den man spielen kann, wahlweise sowohl mit China als auch mit den Mongolen. Er liefert im Kern ähnliche Boni, die China- und Mongolei-Boni unter Eigenschaften, die bleiben erhalten, aber der Anführer wird jeweils ausgetauscht bzw. durch ihn ersetzt und der liefert dann so Besonderheiten, die wir uns gleich noch zusammen angucken, denn ich habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, dass wir auch gegen Kublai Khan spielen, aber mit Vietnam halt. Das Ganze wie immer auf Gottheit, darunter machen wir es ja mittlerweile nicht mehr, arrogant wie wir sind, und mit dem neuen Modus Kooperationen. Monopole und Kooperationen, da dreht sich alles um das Thema Luxusgüter, Matsu Manix. Du hast dir ebenfalls alles schon mal angeguckt. Genau, und das Tolle bei diesem neuen Spielmodus ist, dass jetzt die Duplikate von Luxusgütern uns echt weiterhelfen können. Wir können da Industrien entwickeln drauf, dann wird unsere Stadt mächtig geboostet, bekommen sowas wie 20% mehr Kultur oder ähnliches. Und im weiteren Spielverlauf können wir das noch erweitern auf Kooperation. Dann können wir große Güter, Produkte herstellen, die wir noch im Reich verteilen können, sodass die Boni noch verteilt werden und sogar bis hin zu Monopolen, die uns viel, viel Gold und viel Tourismus bieten werden. Und allein an der Liste der Luxusgüter und ihren Boni zu puzzeln, die freischalten, macht einen Riesenspaß. Ich habe mir das in der Zivlopädie bereits angeschaut. Da kann man alles boosten. Ganz, ganz zauberhaft. Wie wir spielen werden, wir werden auf jeden Fall spielen auf Gottheit. Wir streben den Kultursieg an. Muss man nicht mit Vietnam machen, kann man aber, ist naheliegend, weil Vietnam coole Boni hat beim Thema Kultur, aber ist im Prinzip, weil die sich so gut einigeln können, im Prinzip für alles ganz gut geeignet. Kann man auch als Allrounder-Zivilisation spielen, ist also wirklich stark, ist, denke ich, wie die meisten Zivilisationen, die rausgekommen sind, mal zu mal nix, beim New Frontier Pass möglicherweise zum Start erstmal ein bisschen overpowered, weil das ist, glaube ich, so eine Marketinggeschichte. Wenn 2K, der Publisher und die Entwickler von Firaxis Games einen neuen DLC rausbringen, dass sie den erst tendenziell etwas zu stark machen, besser zu stark als etwas zu schwach, weil wenn der zu schwach wäre, hätten die Leute, die ihn spielen wollen, Frusterlebnisse, wird das da nicht gekauft. Deshalb machen die das oft so, der ist erstmal etwas zu stark. Die neue Fraktion, die angeboten wird, und nachher wird in meinem Patch dann alles runtergenervt. Ist das auch dein Eindruck? Das ist tendenziell auch mein Eindruck. Haben wir auch bei den vorigen DLCs schon gesehen, dass dann teilweise im Nachgang das nochmal ein bisschen genervt wurde, wie wir so schön sagen. Grundsätzlich finde ich das aber super, dass die eher ein bisschen overpowered sind. Das macht einfach mehr Spaß, um das auszuprobieren. Und man muss auch der Fairness halber sagen, dass die tatsächlich nicht so stark abgeschwächt werden am Ende. Also vom Balancing her, gerade im Multiplayer muss man da ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten für eine normale Partie im Singleplayer-Modus finde ich die großartig. Wir legen mal los. Übrigens, kleiner Hinweis, ich habe im Chat den Kollegen Merb auch entdeckt. Mr. Merb, falls ihr Lust habt auf ein Let's Play mit Kublai Khan, also nicht mit Vietnam und nicht gegen Kublai Khan, sondern mit Kublai Khan, der hat auch ein Let's Play am Start, kann ich euch empfehlen. Netter Kollege, streamt und macht auch YouTube. Wir gehen mal rein und starten und zeigen euch den Plan, den wir uns überlegt haben. Wir starten mit Einzelspielermodus, klar, mit Spiel erstellen, gehen wie immer mit Gottheit rein, wählen bei den Anführern unsere neue, die Bird Chieu,
Bitte, ich bitte jetzt schon mal um Verständnis. Das ist die Aussprache, die ich mir zusammen errate, weil wir recherchiert haben, Matzemanix und ich, und wir finden keine einheitliche Aussprache dafür. Es gibt Aussprache vom deutschen Sprecher hier, da klingt das etwas anders. Wenn man googelt und sich anschaut, auf welchen Webseiten Aussprachen angeboten werden, dann erlebt man, da bin ich zum Beispiel auf eine Seite gestoßen, das war echt Schabernack. Da hat man dann einstellen können, wie dieser Name ausgesprochen wird, wie wird eine Mese ausgesprochen wird von einem Engländer, der kein Vietnamesisch kann, oder von einem Dänen oder einer Dänin, die keine Vietnamesisch kann und so weiter. Das heißt, wie das klingt, wenn die vor Ort versuchen, Vietnamesisch zu sprechen. Das ist kein Gag, das meine ich ganz ernsthaft. Das wäre etwa so, wie wenn man, was weiß ich, wenn jemand, der in Asien lebt, rausbekommen möchte, wie La France in Deutschland angesprochen würde, würde eine Webseite aufrufen, auf das Lautsprechersymbol klicken und sich dann anhören, Frankreich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die optimale Weise ist, eine Fremdsprache zu lernen, aber immerhin, ich bin ja froh, wenn es solche Seiten überhaupt gibt. Also ich improvisiere mal mit Virtue und ihr könnt selber und euch auch mal anhören, wie der deutsche Sprecher das hier gleich macht. Das sind nochmal alle Werte, die sie hat. Aggressoren vertreiben, mehr Kampfstärke für Einheiten, die auf Regenwald-, Sumpf- oder Waldgeländefelder kämpfen. Diese drei Geländetypen definieren auch, wo wir leben wollen. Die tauchen immer wieder auf in allen Aspekten unserer Boni oder Bonusse. Plus eine Fortbewegung, wenn die Runde unserer Einheiten beginnt auf einem dieser drei Geländefeldtypen. Und diese Boni, sowohl die Fortbewegung als auch die Kampfstärke, würde noch verdoppelt werden, wenn ein solches Geländefeld innerhalb unserer kulturellen Reiche ist. Und das ist auch witzig und wichtig im Zusammenhang. Achtung, mal ganz runter gucken mit dem, was ihr ganz unten seht, mit unserem Spezialdistrikt, der bei uns das Lager ersetzt. Der heißt Tan, denn der hat einen Vorteil Matsumanix, weil er kann einen Kulturschock auslösen. Einen Kulturschock habe ich jetzt nicht gesehen, aber er kann Kultur sammeln. Tatsächlich, wenn wir dort angrenzend Geländefelder haben, die auch Wald, Regenwald oder Sumpfgeländefelder haben, können wir dort ja unsere Bezirke platzieren und für jeden Bezirk um unser einzigartiges Lagerbezirk herum bekommen wir dort zusätzliche Kultur. Wo war das mit dem Kulturschock? War das beim Schutzgebiet eventuell? Verwechsel ich das damit? Das ist das Schutzgebiet, was einen Kulturschock auslöst, genau. Okay. Dann werden wir uns das nachher noch in aller Ruhe anschauen. Entschuldigt, ich hatte zwar ein Vorab-Exemplar, aber habe nur kurz reingeguckt und habe ein bisschen mich eingespielt, habe nicht alles behalten anscheinend. Das ist das Lager, das wir haben, hilft also immens bei Kultur für Bezirke, die anbei sind. Tourismus auch günstig. Und auch wichtig, gehört nicht zu einem Spezialdistrikt. Das heißt, diesen Bezirk könnten wir auch bauen auf einem anderen Geländefeld als die normalen Spezialdistrikte. Die gehen nur auf Wald, auf Dschungel und auf Sumpf. Und das Lager können wir auch woanders hinbauen, nicht im ersten Ring, aber auch woanders. Dann Mekong Delta, eine Spezialeigenschaft von unserer Kultur, dass halt Spezialbezirke nur auf diesen drei Geländetypen gebaut werden können. Und dass wir, wenn wir einen Bezirk, wenn wir ein Gebäude draufstellen auf einen solchen Bezirk, egal welches das dann ist, also Campus zum Beispiel, Bibliothek, Uni, dann später Forschungslabor, dass jedes dieser Gebäude, die man drauf baut, dann einen extra Bonus gibt, Runde für Runde. Welcher Bonus das ist, wird aber nicht definiert durch den Spezialdistrikt, sondern durch das Gelände, das da drunter ist und was auch nicht verschwindet, wenn das Lager draufgesetzt wird. Ist da drunter zum Beispiel ein Wald, dann gibt dieses Gebäude Kultur, also auch eine Bibliothek zum Beispiel, die auf einem Campusdistrikt, auf einem Wissenschaftsdistrikt draufsteht, der halt auf Wald gebaut worden ist, gibt dann zusätzlich zu den Forschungserträgen noch ein Kultur. Und so ähnlich funktioniert das, wenn auf Regenwald gebaut, dann ein Wissenschaft, wenn auf Sumpf gebaut, dann einmal Produktion. Und was für uns sehr, sehr wichtig ist, es ist ja auch möglich, dass erstmal gar keine Vegetation da ist, wo wir gerne bauen würden. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch Wald pflanzen können. Können wir auch früher als die anderen, normalerweise erst ganz spät im Spiel. Wir können bereits ab der kulturellen Errungenschaft, der Ausrichtung, Mittelaltermärkte im Mittelalter halt mit unseren Handwerkern Wald pflanzen und können dadurch das halt richtig schön boosten. Dann haben wir noch eine spezielle Einheit, einen richtig coolen und lautstark durch die Gegend stapfenden Elefanten-Matsumanix. Ja, das sind diese Voi Chien, die ersetzen unsere Armbrustschützen und sind sehr, sehr cool, weil die angreifen können und sich nach einem Angriff noch weiter bewegen können. Außerdem haben die nochmal eine zusätzliche Fortbewegung mehr, können weiter gucken, sind in der Verteidigung besser als unsere normalen Armbrustschützen, dafür aber auch ein bisschen teurer zu bauen. Das heißt, die kann man durchaus als eine Art Allrounder-Einheit verwenden, die sowohl
so, die so viel Nahkampfstärke hat, dass sie auch durchaus standhalten kann, wenn eine Nahkampfeinheit auf sie zukommt, aber halt ansonsten die Fernkampffähigkeiten hat eines Armbrustschützen und die auch sehr gut geeignet ist, unser ganzes Reich halt zu verteidigen, weil unsere Einheiten ja sowieso oft schneller unterwegs sind, weil sie diese Fortbewegungsboni auf bestimmten Geländetyp haben. Die sind dann nochmal besonders schnell unterwegs und können weit gucken. Das heißt, wir können ab dem Mittelalter eine ganze Weile lang alleine, wenn wir das wollen, mit dieser Fernkampfeinheit, mit dieser schnellen und weit guckenden Fernkampfeinheit unser Reich verteidigen. Das fühlt sich auch sehr stimmungsvoll an. Die sehen echt klasse aus, die Elefanten. Da freue ich mich sehr drauf. Die nehmen wir. Dann gehen wir mal rein in das erweiterte Setup und verändern noch ein bisschen die Details. Wir starten wie immer in der Antike. Spieltempo auf Standard. Wir starten mit der Katastrophenintensität gehen wir eins weiter hoch, weil Mats und Alex, Mats und ich, wir haben eine Leidenschaft dafür, dass die Welt untergeht. Das macht uns besonders viel Freude. Ja, dieses Unvorhergesehene finde ich total cool, wenn man da einen Vulkanausbruch hat oder ein paar Stürme, die aufziehen. Und man hat ja nicht nur Nachteile davon, das finde ich echt sehr cool gelöst von den Entwicklern. Man hat auch Vorteile davon, weil dann die Geländefelder gedüngt werden, wie das so holprig bisweilen übersetzt heißt. Und ja, das macht viel Spaß. Zwischendurch liebe Grüße an alle Leute, die auf Twitch zugucken. Es sind weit über 800 Zuschauer. Das ist echt eine große Freude zum Start dieses Let's Plays. Danke an die vielen Leute, die gecheert haben, die Abos hinterlassen haben. Zuletzt war es zum Beispiel Oliver Knobi hat gecheert, Magnus hat abonniert. Danke euch allen. Das ist Dschungelschleichix. Ebenfalls, ich glaube, da hat jemand seinen Namen verändert. Liebe Grüße an dich. Ist das unser Zivi-Schleichix? Was meinst du? Ich glaube ja. Wieder umbenannt. Passend zu unserem Let's Play. Genau, Fischfritz, hallihallo und danke dir. Und viele andere, ich kann euch gar nicht alle namentlich nennen. Wir machen das so und jetzt haben wir uns mal überlegt, welches Kartenskript und wir beide haben beide ein Fable, das teilen wir ebenfalls mal zu Manix, für ein bestimmtes Zufallskartenskript, was ich lange nicht mehr genommen habe, obwohl wir beide das sehr, sehr mögen. Das ist das tolle Zufallskartenskript Fraktal und das finden wir deshalb so toll, weil das so unvorhergesehene Karten generieren kann, wo man ja tatsächlich sich der Geländearten anpassen muss. Es kann eine große zusammenhängende Masse sein, es können viele Landmassen daraus entstehen, ist also sehr, sehr zufällig generiert und hatten wir auch lange nicht mehr gesehen, deshalb haben wir gesagt, da wollen wir gerne drauf spielen. Das machen wir. Kartengröße machen wir klein, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß, die meisten von euch spielen auf Standard oder riesengroß, aber zum Let's Playen, damit man wirklich durchkommt durch die Partie, reicht klein eigentlich völlig aus. Auch da hat man genügend viele Anführer und Fraktionen auf der Karte, dass ein echter Kampf entsteht. Und der Vorteil ist halt, dass sich das nicht so ewig zieht, weil es ist ja bei Civ so, dass die Anfangsphase und auch die mittlere Phase spannend ist, aber man oft relativ dann irgendwann, wenn man halbwegs erfolgreich spielt, weiß, habe ich gewonnen oder habe ich verloren. Wenn man im Mittelteil weiß, ich habe verloren, brechen die meisten Leute die Partie einfach ab. Wenn sie merken, ich habe gewonnen, Hand aufs Herz, die meisten ziehen das gar nicht bis zum Ende durch. Viele erleben deshalb niemals das Late Game, bei uns schon. Wir machen das in der Regel bis zum Ende, sei denn irgendwas ganz Unvorhergesehenes passiert. Aber die meisten spielen halt bis zum Mittelspiel, weil die letzte Spielphase dann nicht mehr so spannend ist. Und dass diese letzte Spielphase, die begrenzen wir dadurch ein bisschen, dass wir einfach eine kleine Kartengröße nehmen. Naturwunder lassen wir, wie es ist. Rest bleibt auch, wie es ist. Und jetzt müssen wir die Anführer noch einstellen. Und da haben wir passend zu dem, was uns, liebe Grüße an Dorenchen, in unserem Community-Forum bei community.writingwool.de, in unserem Forum, wo so viele Civer auch unterwegs sind, uns folgende Anführer und Anführerinnen auch mal zu Manix überlegt. Der erste Schritt geht Richtung Südostasien nach Indonesien. Ja, mit der Anführerin Gitaya oder Gitaya, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das Ganze ausspricht. Eine sehr coole Ziff, die wir lange nicht mehr gesehen haben. Sehr fokussiert auf Küstengebiete und auch auf Glauben. Da bin ich sehr gespannt, was die bei unserer Partie uns zeigt. Und die auch eine einzigartige Modernisierung hat, die wir lange nicht mehr erleben und sehen konnten, nämlich Kampung. Nächster Anführer wiederum ist ein Herr, den hatten wir auch lange nicht mehr. Ich habe ihn mal Let's Played. Ich bin zuletzt mal gefragt worden, das lief auch, glaube ich, während des oder in der Nachbesprechung des Multiplayer-Streams mit den Pizmeter, wurde ich das, glaube ich, auch gefragt bei uns, bei einem Stream. Warum oder wann spielst du, warum machst du nicht mal einen Start später im Spiel? Dass man mal, was weiß ich, im Industriezeitalter noch später startet. Das habe ich zweimal gemacht.
einmal mit Phönizien und einmal mit der Zift, die ich euch hier zeige, seinerzeit auf unsterblich, also auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Und das ist, es ist nicht so reizvoll, weil es ist zu leicht. Die Entwickler von Firaxis Games haben ihr Spiel mit das Verhalten der KI so programmiert, dass es auf Standardeinstellungen gut funktioniert. Aber wenn man spät im Spiel startet, hat man ja zum Start der Partie sehr viele Einheiten und kann die ersten Städte, die man hatte, entstehen auch sehr viele Bürger, sodass man eigentlich sehr schnell und viele neue Siedler auch produzieren könnte, weil man genug Produktion hat durch die vielen Bürger in der Stadt, um viel auch zu produzieren, immer wieder an Siedlern. Das haben wir gemacht und haben dann die Karte ganz schnell zugespammt. Die KI macht das aus rätselhaften Gründen nicht. Das KI-Verhalten ist da nicht vernünftig angepasst an das Startzeitalter und das führt dann dazu, dass man ganz schnell davon rushen kann. Das macht dann nicht so viel Spaß. Und dieses eine Let's Play auf Unsterblich haben wir seinerzeit gemacht mit den Japanern Matsumanix. Ja, und mit ihrem Anführer Hojo Tokimune. Auch die sind tatsächlich so ein bisschen fokussierter drauf, auf Küstengebieten unterwegs zu sein. Die können ihre Bezirke sehr, sehr cool puzzeln, gehen auch in Richtung Tourismus sehr stark, haben auch eine tolle Spezialeinheit, die in Küstengebieten sehr stark ist. Und ja, die wird uns auch beschäftigen, diese Ziff. Und um es klar zu sagen, ein Let's Play gegen Samurai, da kann doch gar nichts schief gehen. Das ist doch der Kultgegner schlechthin. Das ist doch glorreich. Unser Vorhaben, wir wollen Hojo Tokimune dazu bringen, dass er den rituellen Selbstmord begeht in seinem Palast. Mal gucken, ob wir das schaffen. Das ist unser großes Ziel. Also, die Blumenkaiserin oder Blumenkönigin, die erhabene Göttin der drei Welten, Gitaria oder Gitaria, Hojo Tokimune, in der Hoffnung, dass wir ihn zum Selbstmord treiben, und Anführer Nummer 3, der Neue. Der neu rausgekommen ist hier mit dem Vietnam- und Kublai Khan-Paket. Ja, da ist er, dieser Kublai Khan. Mit dem können wir tatsächlich zwei Civs spielen. Wir können einmal die Chinesen damit spielen. Wir wollen aber lieber die Mongolei damit spielen. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, warum wir für dieses Pack auch das DLC mit dem Rise and Fall braucht, weil dort ja die Mongolei auch erst eingeführt wurde. Und die Boni, die die Mongolei bringt, die sind natürlich gleich. Also die sind sehr stark fokussiert auf Handelsposten. Und hier mit der Spezialanführerfähigkeit Gerege von Kublai Khan hat diese KI erstmal einen zusätzlichen Wirtschaftspolitikplatz in jeder Regierung. Und wenn die jetzt einen Handelsposten generieren, bekommen die sofort ein Heureka und eine Eingebung für die kulturelle Forschung. Und durch das kombiniert mit Örtö, der Fähigkeit durch die Mongolei, dass halt gleich zu Beginn eines Handelsweges der Handelsposten auch etabliert ist, wird das sehr, sehr stark sein. Nächster Anführer ist tatsächlich China. Aber nicht mit Kublai Khan, sondern mit dem chinesischen Kaiser, den wir alle bereits kennen. Das ist hier unten zu sehen, Xing Shi Huang Di. Mein Chinesisch ist, mein Mandarin ist mal wieder ein bisschen eingerostet. Ich hoffe, es passt so halbwegs. Und das Witzige übrigens, um mal ganz kurz einmal nochmal einen Moment raufzugehen zu Kublai Khan. Warum ist er mit beiden Fraktionen spielbar? Sowohl mit der Mongolei als auch mit den Chinesen, weil er als Anführer der Mongolen seinerzeit China erobert hat und da dann eine neue chinesische Kaiserdynastie begründet hat. Und so viel zu dem Thema, was ja oft diskutiert wird, wie ist das mit Nationalstaaten in der Welt, weil Sif erzählt ja so ein bisschen die Fiktion, wie Humankind, der Herausforderer aus Frankreich, von Amplitude, es nicht macht, die Fiktion, dass es so einheitliche Zivilisationen gäbe, die hat es immer schon gegeben und die wird es immer geben und das ist so ein monolithischer Kulturblock, allein an dem Beispiel erlebt ja schon, dass das sehr, sehr seltsam ist und keinesfalls historisch irgendwie akkurat und das ist schon mal... Ja, da kann man das quasi im Brennglas lesen und sehen, wie es wirklich ist. Wir spielen mit Xin Shi Huang Di und der hat auch eine ganze Menge cooler Geschichten. Ein gutes Bündel von Bonussen und Boni, Matsumanix. Ja, ich glaube tatsächlich, dieser chinesische Kaiser, der gegen uns spielt, wird unserem Wunderbauwahn, den wir in den letzten Folgen und in den letzten Let's Plays ein bisschen verfallen sind, etwas einschränken, denn der ist sehr wunderverliebt und könnte uns möglicherweise das eine oder andere Wunder wegschnappen. Und Anführer Nummer 3, ein guter alter Bekannter, der Mann mit dem Spielzeug-Vornamen, den wir immer ganz liebevoll anreden als Hallo. Liebe Grüße an Teddy Roosevelt. Teddy gibt es mittlerweile auch in zwei Varianten, Matsumanix.
Genau, der Teddy mit den zwei Varianten, der ist für alle Besitzer des New Frontier Passes zugänglich. Da könnt ihr euch das einstellen. Und da hat dann der Anführer ein paar andere Eigenschaften. In diesem Fall ist es Antikes und Parks. Das heißt, hier geht dieser Bull Moose Teddy sehr stark auf Anziehungskraft. Und atemberaubende Geländefelder sind sehr wichtig für ihn, weil er dadurch mehr Wissenschaft und Kultur bekommt. Und ja, das ist tatsächlich auch im Zusammenspiel mit unserem neuen Distrikt im Schutzgebiet sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie die KI da das cool kombinieren wird. Und dann sind die Boni sehr stark. Im Vorfeld, wir hatten ja öfters darüber diskutiert, auf Twitch oder auch auf YouTube, wurden auch Wünsche geäußert wie, Mensch, WB, dann such dir doch eine Starteinstellung, die zu dir passt, zu unseren Vietnamesen. Stell zum Beispiel ein, dass das Gelände auf der Karte feucht ist, das kann man ja als Regler einstellen. Mehr Niederschläge doch, dadurch würden automatisch mehr Dschungelfelder da sein, das wäre für uns ein Vorteil. Diesen Weg sind wir nicht gegangen. Also wir haben jetzt, wir spielen auf Gottheit und wir spielen ansonsten unter Standardbedingungen. Wir wollen uns hier nicht eine günstigere Karte herbeitricksen. Beim letzten Let's Play mit den Galliern, die haben ja Vorteile auf Hügel, da hatten wir die Hochlande genommen, aber das war halt das neue Kartenskript, was ausgeliefert worden ist mit einem DLC. Der DLC bringt kein neues Kartenskript, deshalb lassen wir das auf Standard. Und wir haben auch mal zu Manix mit Absicht ein paar Gegner eingestellt, die bei unserem Weg hin zum Kultursieg uns ganz schön Beinchen stellen können. Das haben wir tatsächlich. Also sowohl unser chinesischer Freund als auch die Japaner und auch Bull Moose Teddy, die können alle sehr, sehr stark Tourismus generieren. Wir sehen es hier mit dem Filmstudio gerade im Bild bei dem Teddy Roosevelt. Das heißt also, wir werden uns das nicht sehr leicht machen. Wir spielen auf Gottheit, das ist sowieso eine Herausforderung. Und mit diesen KIs wird es nochmal viel spannender werden. Und wir spielen mit diesem neuen Modus hier mit Monopol und Korporationen. Hier unten zu sehen. Da steht's. Und das ist der Modus, den wir wollen euch am Anfang nicht komplett zutexten. Das haben wir machen ja immer gerne eine etwas längere Einführung. Das haben wir jetzt auch gemacht, aber wie das im Detail funktioniert, schauen wir uns dann an, wenn es in Spiele reinkommt. Es wird ab dem Mittelalter der Fall sein. Wir müssen nur im Hinterkopf behalten, je mehr Luxusgüter, desto besser. Das heißt, wir haben eine noch größere Motivation als sonst, in der Nähe von Luxusgütern zu siedeln, weil wir dann mit dem neuen Modus das Gute nutzen können, um viel große Boni freizuschalten über das kapitalistische Wirtschaftswesen für unser Reich. Okay? So, und jetzt zeige ich euch noch eine Sache, nämlich falls ihr selber zocken wollt, es gilt wie immer, ich wechsle einmal rüber auf den anderen Bildschirm, nicht erschrecken, das mache ich deshalb, weil ich jetzt mir einen Screenshot mache, das will ich euch nicht zeigen, vom Seed der Partie, den mache ich mir jetzt mal. Der ist jetzt gemacht, dann könnt ihr selber, den gebe ich euch nach Abschluss der Partie, dann könnt ihr selber auch mal nachspielen. Das ist unsere Anführerin. Falls ihr selber euch den holen wollt, den Vietnam und Kublai Khan Zivilisations- und Szenario-Pack, so viel zum Thema DLCs brauchen kurze, knackige Namen. Ein Tipp von mir auf Games Planet: Einführungspreis rund ums Release 10% Rabatt. Link darauf kennt auf Twitch unsere Moderatorin Kiberfox, hat es gerade gepostet auf YouTube. Direkt hier drunter packe ich den Link hin. In der Textbeschreibung unter dem Video halt gibt es 10% Rabatt zur Einführung. Dann kommt man einen Steam-Key, löst man ganz normal in der Steam-Bibliothek ein. Da gibt es ja links unten dann so ein Pluszeichen, ein Produkt bei Steam aktivieren, eingeben. Falls ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet, wäre das eine Möglichkeit, denn ich würde ein bisschen beim Kauf mitverdienen, nicht auf eure Kosten, sondern auf Kosten des Shops von Games Planet, mit dem wir so viel zusammenarbeiten. Außerdem haben die im Augenblick noch, das passt jetzt leider nicht mehr auf YouTube zum Release des Videos, aber auf Twitch, noch für wenige Stunden, noch für knapp 5 Stunden, den New Frontier Pass, wo dieser DLC halt Teil von ist, mit einem hohen Rabatt von 30%, kostet nur 28 Euro im Augenblick knapp. Matze Meinix hat es schon angesprochen, damit man dieses Pack komplett ausschöpfen kann, braucht man auch Rise and Fall. Das ist das erste Add-on von Civ 6. Das ist dieses hier. Also es gibt ja Rise and Fall und es gibt Gathering Storm. Rise and Fall ist das erste Add-on. Das ist im Augenblick auch noch für 5 Stunden mit 2/3 Rabatt für knapp 10 Euro. Das zweite Add-on Gathering Storm für knapp 10 Euro. Normalerweise empfehle ich mal im Zweifelsfall den Kauf von Gathering Storm und nicht von Rise and Fall, weil die Spielmechaniken von Rise and Fall auch enthalten sind in Gathering Storm. Auch wenn das in der Produktbeschreibung nicht drinsteht. Nur die neuen spielbaren Fraktionen sind nicht enthalten in
von Rise and Fall sind nicht enthalten in Gathering Storm. Hier muss ich das ein bisschen modifizieren, weil die Luxusressourcen, also nach meiner Kenntnis, die Luxusressourcen und auch die Anführer, die man hier, und auch das Land Mongolei, was man hier geliefert bekommt vom New Frontier Pass, ist halt nicht drin enthalten im Grundspiel, es sei denn, man nimmt halt Rise and Fall dazu. Und die Mongolen werden halt auch nicht spielbar, wenn man Gathering Storm nimmt. Dafür braucht man schon Rise and Fall. Und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube auch manche der Luxusressourcen, die es auf einer Karte geben kann, die spawnen nur, wenn man Rise and Fall benutzt. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die auch durch Gathering Storm geliefert bekommen. Nach meiner Kenntnis, nach dem, wie ich informiert worden bin vom Publisher, ist ein Teil der Luxusressourcen auch nur in Rise and Fall drin und nicht in Gathering Storm. Jetzt gehen wir wieder zurück in das Spiel und wir legen mal los und ich wünsche euch sehr viel Spaß und ja, auf geht's. Jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Jetzt verzaubern wir uns mal. Daumen drücken, Leute. Wir brauchen eine richtig gute Startposition. Gottheit. Kleine Karte. Vietnam. Gegen 5 Herrscher und Herrscherinnen. Alle aus Südostasien plus der Aggressor aus Übersee. Der kulturelle Aggressor Bull Moose Teddy Roosevelt. Toi, eine gute Startposition ist die halbe Miete. Eine schlechte Startposition macht dagegen mehr Spaß, weil man mehr und länger leidet. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Auf geht's, viel Spaß. Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Unbedingt Daumen drücken. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Batyu, euer Volk wird sich eurer als Göttin erinnern. Besteht gegen jene, die versuchen, euren Sturm zu zügeln und trotzt ihnen mit erhobenem Schwert. Weder Familie noch Feinde können euch zurückhalten. So, und jetzt quäle ich euch noch ein bisschen. Auf YouTube kann man das skippen, was ich jetzt sage, auf Twitch leider nicht. Ich quäle euch nochmal mit ein paar Infos, bevor es richtig losgeht. Ja, ich weiß, das ist böse, aber wie immer zum Start eines neuen Let's Plays ein paar Sätze, kürzer als sonst, ein paar Sätze zur Ziff, die wir spielen und zu dieser historischen Gestalt. Vietnam, ganz, ganz großes Kulturvolk aus Südostasien und immer in engen Kontakt und in engen Konflikten mit China. Die Chinesen haben immer wieder versucht, Vietnam zu erobern, haben es auch immer wieder gemacht. Und die Geschichte Vietnams ist ohne die Geschichte der chinesischen Aggression nicht denkbar. Andererseits auch ohne die Geschichte der chinesischen Beeinflussung. Viele Kulturen, Traditionen und sind in Vietnam geprägt worden durch die chinesischen Nachbarn. Die Figur, die wir hier spielen, Bird Jieu, ist tatsächlich quasi sowas wie die Johanna von Orléans in Südostasien und für Vietnam. Ganz, ganz ernsthaft. Das ist eine junge Frau gewesen, die ebenfalls zu einer Kriegsheldin wurde, so wie wir das in Mitteleuropa kennen, in Frankreich von Johanna von Orléans. Jung gestorben, aber es ist bis heute eine legendäre Gestalt, der man überragende Fähigkeiten beischreibt. Sie hat gelebt vor über den Daumen, sagen wir mal 2000 Jahren und ist in ärmsten Verhältnissen hat sie gelebt, in einer Familie, wo ihr Gewalt angetan worden ist, wo sie in Armut gelebt hat, wo sie misshandelt worden ist. Sie hat dann Folgendes gemacht, sie hat als junge Frau erstens ihre Schwägerin ermordet und ist dann abgehauen, ist in die Berge entschwunden. Und da saß sie dann und kochte vor Wut über die Misshandlungen. Einerseits die Misshandlungen in ihrer Familie und andererseits sie kochte über die Misshandlungen, die ihr von China geknechtetes Volk, die Vietnamesen, die ganze Zeit erlitten. Dann hat sie all ihre persönliche Vorgeschichte, den Hass, der in ihr brodelte und die Wut genommen, hat sie gebändigt, hat sie fokussiert und auf die Chinesen rübergestrahlt und hat über einen relativ schnellen Zeitraum hinweg ein Untergrundheer, ein Guerilla-Heer aufgebaut und jetzt mit diesem Heer hat sie dann einen Guerilla-Krieg gemacht gegen die Chinesen. Es wurden immer mehr Leute und über sie selber erzählte man sich dann bald legendären Geschichten. Angeblich ritt sie auf dem Kopf eines riesigen Elefanten sitzend in die Schlacht hinweg.
Es wurde angeblich, soll sie sogar nicht nur von überragender Gestalt gewesen sein, 3 Meter hoch mindestens, sondern sie soll auch als Attribut größter Weiblichkeit einen so großen Busen gehabt haben, dass sie ihn im Kampf auf ihren Rücken warf und ihn da festband, damit er nicht im Wege ist. Ich weiß nicht, was davon Legende ist und ist von Wahrheit. Ich vermute mal, der Legendenanteil liegt bei knapp über 100%. Das ist die Geschichte unserer Birchie Yu und die neue Geschichte von ihr, die schreiben wir jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Auf geht's. Ganz, ganz viel Spaß mit unserer Heldin. Das ist unser Standort. Hier geht's los. Reis! Kein Start ohne Reis. Kein Start auch ohne die Sif-Musik. Jetzt mache ich sie an. Ich hatte die eben ausgelassen. Das hatte rechtliche Gründe. Hatte eine andere Musik angeschmissen. Jetzt mache ich unsere Musik wieder an. Und die gibt es übrigens auch in einem extra Video auf YouTube zu sehen von den Entwicklern. Die ist sehr, sehr cool. Das ist unser Standort am Mekong. Die Flüsse, wo man startet, die werden natürlich auch immer benannt nach der Fraktion, die man spielt, die sie als erste entdeckt. Das kennen wir. Was gibt es um uns herum? Baumwolle. Sehr gut brauchen wir bei Monopolen und Kooperationen. Wir haben keine Berge rundum. Das ist doof. Berge bräuchten wir für eine gute heilige Stätte. Und ebenfalls für ein Campus-Distrikt. Wir haben viel Sumpf, das spielt uns in die Hände. Wir haben leider relativ wenig Regenwald. Mehr Regenwald wäre gut. Wir sind anscheinend auf der Kippe von der Waldklimazone hin zum Dschungelklimazone. Könnte sein, dass es Richtung Süden in die Regenwaldzone geht, Richtung Norden in die gemäßigteren Breiten. Wir sind in Seenähe, das finde ich einen Vorteil. Da kann man nämlich einen Hafen bauen hier in der Nähe und hier hätten wir zum Beispiel auch einen Riff. Da könnte man sich überlegen, ob man hier zum Beispiel einen Campus-Distrikt hinsetzt, je nachdem, was dort kommt. Da hätten wir Vorteile. Was sehr gut für den Start ist, sind die vielen Reisressourcen. Da haben wir frühzeitig hohe Nahrungserträge. Was super cool Deluxe ist, ist die Wildbonusressource. Anfangs hat man ja nur einen Bürger pro Stadt. Wenn wir hier siedeln würden, hätten wir sofort sehr viel Produktion, sehr viel Nahrung auch drumherum. Könnten schnell die erste Stadt erzeugen. Geld wird abgeworfen durch die Maisbonusressource im zweiten und die Baumwollressource im zweiten Ring hier oben. Das ist ein guter Anfang. Worauf wir ein bisschen achten müssen, es ist viel Schwemmland hier. Das heißt, es wird Überschwemmungen geben. Das hat Vor- und Nachteile. Wir haben zum Spielstart eingestellt, dass die Katastrophenintensität bei uns nicht auf Standard 2, sondern auf 3, auf einer 4-Stufen-Skala gestellt ist. Das heißt, es wird relativ viele Überschwemmungen im Spiel geben. Das ist ein Nachteil für uns, weil unsere Modernisierung zerstört, unsere Bezirke geplündert werden können. Das ist aber zu Beginn des Spieles vielleicht sogar ein Vorteil für uns, weil diese Geländefelder sehr schnell höhere Erträge auch abwerfen werden. Ich persönlich denke mal eher in die optimistische Seite. Bevor wir irgendwas gründen, suchen wir aber erst noch ein bisschen hier unser Land weiter erkunden. Wir haben ja durch unsere Spezialeinheit die Aggressoren vertreiben plus eine Fortbewegung für alle unsere Einheiten. Das gilt, glaube ich, auch mal zumindest für unsere zivile Einheiten, auch für unsere Handwerker beispielsweise. Genau, diese bekommen wir allerdings erst, wenn wir auf einem Geländefeld stehen, wo tatsächlich Sumpf, Wald oder Regenwald drauf ist. Also noch sehen wir davon tatsächlich nichts, aber alle unsere Einheiten werden davon profitieren. Also Sumpf haben wir, aber wir stehen nicht auf Sumpf, wir stehen auf Schwemmland. Da besteht nur 2 Fortbewegungen und man muss halt zum Start eines Geländefeldes auf einer solchen Einheit stehen, damit man einen Fortbewegungspunkt extra hat. Die 5 Kampfstärke haben wir auf diesen 3 Geländetypen, auf Sumpf, auf Dschungel und auf Wald. Wir ziehen mal hier hin und dann können wir nämlich eventuell über den Fluss rüber gucken und sehen, was da auf der anderen Seite ist. Außerdem, wenn wir starten, dann mit plus einer Fortbewegung. Sehen nicht allzu viel, sehen aber, dass hier unten der erste Berg ist. Das könnte eine Überlegung sein, vielleicht noch ein Stück weiter runterziehen, damit man über genug Berge verfügt, um besser Campusbezirke und heilige Stätten bauen zu können. Wir sehen aber nur einen Berg, wir sehen nicht viele. Es kann auch sein, dass es auch nur ein Einzelner ist. Ich würde hier oben bleiben wollen. Wir haben ja hier die Nachbarschaft zu den Riffen, damit kann man auch schon mal arbeiten und ansonsten sieht es auch cool aus. Ich würde sagen, Matsumanix, wir bleiben da, wo wir sind. Ja, da bin ich auch für. Ich hätte tatsächlich gerne nochmal ein zweites Luxusgut, Baumwolle, irgendwo aufgedeckt, aber vielleicht ist das ja noch irgendwo im Fog of War. Wir haben dort Süßwasser, wir haben viele tolle Geländefelder drumherum, die uns direkt boosten werden. Wir haben Zugang zur Küste. Lass uns da siedeln. Das machen wir. Im Chat wird gefragt, ob eine Einheit für den extra Fortbewegungsbonus, ob das Geländefeld dafür nicht im eigenen Terrain liegen muss. Nein,
Man bekommt auch so plus 1, aber wenn es zum Start im eigenen Kulturgebiet liegt, gibt es nochmal plus 1. Das heißt, alle Boni werden verdoppelt. Das gilt auch für die Kampfstärke. Die plus 5 für einen Krieger auf Wald, auf Regenwald, auf Sumpf würde auch auf 10 verdoppelt werden, wenn das Gelände innerhalb unserer eigenen Grenzen ist. Wir gründen hier die Stadt. Plus 1 Zeitalterpunkt. Die Bürger von Tanglong leben sich in ihrem neuen Zuhause ein und behalten den nahegelegenen Fluss misstrauisch im Auge. Werden wir natürlich gleich noch umbenennen, zum Beispiel zum Reisfeld. Hört euch die Musik mal an. Das ist ja echt klasse, ne? Das ist echt super. Das ist das Riff. Der Dschungel ist wichtig, weil wir können ein Campus-Distrikt nur setzen, wie die anderen Spezialbezirke auch, wenn die nur liegen auf Sumpf, auf Wald, auf Regenwald. Und wir wissen auch nicht, was hier rund um den Berg ist. Könnte auch sein, dass da gar kein Wald oder... Ja, also ja, Campus vielleicht. Aber wir machen mal. Es ist so gut, wie es ist. Erster Schritt Speer, eventuell ein zweiter Speer. Monument danach. Wir fangen erstmal mit einem Speer an. Dann wählen wir die Forschung. Gucken mal, womit wir beginnen. Wir könnten mit der Tierzucht beginnen, falls wir frühzeitig ein Lager haben wollen. Wir könnten auch sagen, wir wollen erstmal auf Luxusgüter gehen, auf Bewässerung. Wir könnten auch spekulieren auf eine frühe Religionsgründung. Wir schauen uns den Tech Tree einmal an. So, Vorteil Tierzucht, Bau, Anschluss vom Jagdlager. Bergbau brauchen wir im Augenblick gar nicht, weil keiner, das werden wir im Augenblick gar nicht machen. Keramik kommt auch zu früh. Brauchen wir auch nicht zwingend. Bewässerung ginge über Keramik, dann könnte man das Luxusgut machen. Astrologie wäre die Alternative, frühzeitig auf heilige Städte gehen oder auf Stonehenge. Bau von Stonehenge auf Gottheit finde ich riskant. Geht in der Regel schief, kann gut gehen, aber ist sehr viel Spekulatius. Wenn es schief geht, hat man den Start verschenkt. Die KI baut gerne Stonehenge und hat auf Gottheit riesige Vorteile. Heilige Städte haben wir im Augenblick keinen coolen Platz entdeckt. Ich würde tatsächlich mal zu Manix gerne auf Tierzucht gehen. Wie siehst du das? Finde ich auch sehr gut. Damit können wir direkt dann bei uns schon das Jagdlager bauen. Wir sehen die Pferde, auch wichtig für unsere weitere Expansion. Die bringen uns dann auch nochmal zusätzliche Boni. Ja. Unser Kontinent heißt natürlich Sibirien. Klar, man kennt das. Vietnam liegt ja in Sibirien oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Und nahe einem Überschwemmungsfluss. Wir brauchen 40 Zeitalter, 11 Zeitalterpunkte innerhalb der nächsten 40 Runden, um ein dunkles Zeitalter zu vermeiden. Und wir starten natürlich hier vorne auf diesem genialen Distrikt. Ja, seid ihr zufrieden mit dem Start? Meint ihr, das ist okay so? Oder ist das hier, geht so? Wir machen mal eine Runde weiter. Wir benennen nachher noch die Stadt um, aber erst wollen wir ein bisschen noch ziehen. Und bewegen uns mal. Wir haben, ihr seht hier, es 3 Fortbewegungspunkte, hatte ich eben erklärt. Und wir ziehen mal, wenn wir über den Fluss ziehen, werden die weg. Hier rüber. Dann setzen wir nächste Runde wieder rüber. Ja, und jetzt sehen wir doch, hier können wir jetzt schon im Auge uns merken, das könnte demnächst... Oh nein, hier ist ein Stadtstaat anscheinend. Da ist ein Stadtstaat, den lernen wir gleich kennen. Das heißt, Richtung Süden können wir nicht bauen. Das ist jetzt schon mal weg. Das ist schade, weil die Baumwollressource wäre cool gewesen. Theoretisch könnte man hier noch eine Stadt reinquetschen. Auf das Feld hier. Das merken wir uns mal sofort. Da könnte man dann die... entschuldigt. Da könnte man dann auf dem Geländefeld das Wasser hier abgreifen. Könnte hier coole Bezirke hinsetzen. Wenn es hier Vegetation drauf gäbe, gibt es nicht. Vielleicht hier unten müssen wir alles noch nachher auschecken. Wäre auch sehr eng. Wir machen mal eine Runde weiter. Wir ziehen noch eins weiter und decken jemand auf und bekommen mit etwas Glück den ersten Gesandten. Da ist er. Wir sind die Ersten überhaupt, die Chinguetti kennengelernt haben. Deshalb erster Gesandte. Gratis. Ein weiterer Glaubenspunkt. Und das ist cool. Das ist für uns eventuell, wenn wir ganz viel Glück haben, könnte das bedeuten, dass wir die Ersten sind, die ein Pantheon abgreifen, dazu mal nichts. Das könnte tatsächlich sein. Also ich glaube, dass tatsächlich die Jitalia noch da vielleicht ein paar mehr Boni hat, um schnell ein Pantheon zu bekommen. Aber wir werden auf jeden Fall schnell auch ein eigenes haben dürfen. Wir haben jetzt einen Glaubenspunkt. Und ihr seht hier oben bei der... Na,
Pantheon kommt erst nächste Runde. Dann geht's halt weiter. Das haben wir alles geschafft. Die Quest, die wir hier erfüllen müssen, heißt... Rekrutiert großer General, dann hätten wir den zweiten Gesandten. Eine Runde weiter. Noch können wir durch die Glennefelder durchlaufen, weil die offenen und geschlossenen Grenzen nicht erforscht worden sind. Das ist mir aber zu eng. Ich gehe mal nach oben gucken. Einmal hier rüber. Nein, noch ein Stadtstaat und ein Naturwunder. Um dem einst begehrten Matterhorn meinen Respekt und meine Bewunderung zu zollen, ehe sein Haupt die letzten Strahlen der Sonne verliert, die sich aufmacht, um hoch aufragendere und fernere Gebirgsketten in Gold zu tauchen. Das Matterhorn ist so cool, dass wir das direkt neben der Stadt haben. Erstens, heilige Städte. In der Nähe eines Naturwunders gesetzt, wird total geboostet dadurch. Zweitens, das finde ich sowas von wichtig. Das Matterhorn bringt unseren Einheiten, die neben das Matterhorn zielen. Und das ist ja direkt neben unserer Stadtstadt einen coolen Bonus, Matzemann. Ich sehe einen richtig coolen Bonus, der uns immens hilft bei dem Erkunden des Geländes. Genau, das bringt nämlich tatsächlich mehr, also die Landeinheiten, die ignorieren erstmal Hügel und sind auch noch kampfstärker, wenn sie auf Hügeln kämpfen, dann gibt es nochmal +3 Kampfstärke. Und das ist echt super cool, denn wir können alle Einheiten, die spawnen hier, direkt rüberziehen zum Matterhorn und dann haben die sofort diesen Bonus. Das ist sensationell, das ist 1A Spitzenklasse. Hier ist das Matterhorn und wir gucken mal. Den haben wir auch kennengelernt, haben wir da auch den ersten Gesandten abgegriffen, anscheinend auch. Erste Gesandter doppelt ebenfalls, das heißt, wir starten mit einem Gold. Und Hunza, Handelswege generieren ein Gold für jede 5 Geländefelder, die sie überqueren. Das wäre der Bonus, wenn wir doch diese Zerrein sind. Nein, das ist nicht der erste Gesandte. Das ist jemand anders, hat die vor uns auch schon kennengelernt und wir sind es nicht. Irgendjemand anders. Das heißt, mutmaßlich ist hier oben schon gleich der nächste Nachbar, den wir derzeit noch nicht kennen. Ist es jemand, der friedlich ist? Ist es jemand, der kriegerisch ist? Mit wem haben wir jetzt hier zu tun? Treffen wir die Japaner, die uns gleich eins vor den Latz semmeln werden? Die sind ja ein bisschen nicht sehr friedlich drauf. Ist es eventuell die Blumenkönigin der Indonesierin? Ist es Kublai Khan mit den Mongolen? Ist es Sin Ching Hangdi mit den Chinesen? Oder ist es Teddy? Teddy, der Amerikaner. Wer ist dort oben im Nordwesten? Ist es ein guter Start? Ist es ein schlechter Start? Glaubt ihr, wir haben Glück gehabt zum Start? Glaubt ihr, es geht so? Oder meint ihr, es war sensationell? Schreibt gerne mal auf YouTube drunter, was ihr meint. Schreibt es jetzt in den Chat auf Twitch rein. Dann wollen wir uns mal gegenseitig tief in die Augen gucken und uns fragen, sollen wir uns gegenseitig Glück wünschen oder eher nicht?